Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf in NRW weiter ausbauen. So haben wir unseren Antrag überschrieben. Und worum geht es? Wir haben in Nordrhein-Westfalen bereits jetzt über 640.000 Menschen, die pflegebedürftig sind. Und ein weiterer Fakt, der sehr wichtig ist, 320.000 Menschen, die demenzerkrankt sind oder die mit Demenz leben müssen. Diese Zahlen werden sich in den nächsten Jahren deutlich erhöhen. Und der Kollege Sozialminister oder Gesundheitsminister, der auch hier sitzt, ist die Generation der geburtenstarken Jahrgänge, über die wir heute mit diesem Antrag in ganz besonderer Weise auch reden. Allerdings, das will ich direkt einschränkend auch sagen, es betrifft alle Bevölkerungsgruppen, denn wir wollen klarstellen, dass wir in Nordrhein-Westfalen altersgerechtes Wohnen sicherstellen wollen. Das heißt, jede Bevölkerungsgruppe profitiert davon, wenn wir altersgerechte Quartiere ermöglichen und auch erstellen. Ich möchte an der Stelle deutlich machen, dass das Menschenbild sich deutlich gewandelt hat. Früher war es so, dass das Heim, die stationäre Einrichtung, durchaus eine Option für viele Menschen war. Allerdings auch vor dem Hintergrund, dass viele Menschen längst nicht so alt geworden sind, wie das heute der Fall ist, und mit dem zunehmenden Alter, worüber wir uns ja auch freuen, zunehmend Erkrankungen mit an den Tag treten oder auch Behinderungen und Assistenzbedarfe, auf die wir eingehen müssen. Und meine Damen und Herren, es ist nicht so, dass wir in Nordrhein-Westfalen und schon gar nicht in den anderen Bundesländern eine Wahlfreiheit hätten. Und deswegen müssen wir das altersgerechte Wohnen bedarfsgerecht weiter ausbauen. Ich sage Ihnen mal eine Zahl, weil das ganz besonders wichtig ist, weil wir von Wahlfreiheit sprechen und die FDP mich dann immer nicht versteht. Wir haben in Nordrhein-Westfalen 170.000 stationäre Plätze in Heimen für Menschen mit umfassendem Wohnbedarf und gerade einmal 6.000 Plätze in Pflege- und Hausgemeinschaften und 44.000 Plätze in betreuten Wohnen. Also von einer Wahlfreiheit zu sprechen, ist längst nicht der Fall. Und das liegt nicht daran, dass Nordrhein-Westfalen Schlusspflicht ist, sondern Nordrhein-Westfalen ist ganz vorne bei der Frage von altersgerechten Wohnungen für Menschen mit Unterstützungsbedarf. Deswegen, Herr Minister, habe ich im Ausschuss, und das wollen wir als Fraktion mit diesem Antrag auch noch mal deutlich machen, machen wir deutlich, dass wir Ausbaubedarf haben, dass es falsch ist, das, was Sie im Koalitionsvertrag anlegen, wieder stationär vor ambulant zu machen. Das ist der völlig falsche Weg, widerspricht auch letztlich der Zielsetzung des Bundes und auch des Alten- und Pflegegesetzes des Bundes. Ein zweiter Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, wir wollen, um noch eins klarzustellen an der Stelle, ich selbst habe viele Jahre in einer stationären Einrichtung gearbeitet. Es gibt viele gute stationäre Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen. Und mit dem Alten- und Pflegegesetz ist es ja auch möglich gemacht worden, diese stationären Pflegeeinrichtungen zu modernisieren und auf den Weg zu bringen. Und viele haben es auch gemacht. Es geht nicht darum, die in Senkel zu stellen. Ganz im Gegenteil, sie müssen sich qualifizieren, sie müssen sich zum Quartier hin öffnen, sie müssen besser werden. Und die allermeisten Träger machen das auch, insbesondere auch die Träger von der Wohlfahrtspflege. Das müssen wir profilieren. Aber wenn wir eine Wahlfreiheit haben wollen, dann müssen wir das tun, was die allermeisten Menschen wollen. Ermöglichen, dass die Menschen entweder zu Hause wohnen können oder in der Umgebung wohnen können, die sie sich aussuchen. Und das müssen wir ausbauen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und um das nicht nur baulich zu ermöglichen, sondern auch inhaltlich zu ermöglichen, bedarf es der Beratung. Und deswegen gucken wir mit Argusaugen auf das, was wir im Moment bei den Haushaltsberatungen machen. Wir haben ja vorhin beim Sozialticket gesehen, wie schnell das Pendel hin und her schlagen kann. Ich kann Sie nur auffordern und bitten, Herr Minister, dass das Landesbüro für altengerechte Quartiere und auch das Landesbüro für innovative Wohnformen nicht nur nicht gekürzt wird, sondern weiter gestärkt wird, ausgebaut wird und als Unterstützung für die Menschen da ist, die im Quartier was entwickeln wollen, für die Investoren da ist, damit es besser wird und diese wichtigen Strukturen nicht verloren gehen. Ich hoffe, dass wir im Ausschuss dazu kommen, dass das, was FDP und CDU angekündigt haben, nämlich die Kehrtwende zu machen, einen Paradigmenwechsel zu machen, wieder stationär vor ambulant zu machen, dass wir das stoppen können, dass wir sie überzeugen können, dass wir die Menschen im Quartier haben wollen, dass wir ihnen die Möglichkeit geben wollen, Wahlfreiheit zu haben. Das muss ausgebaut werden. Dazu lade ich Sie ganz herzlich ein, und ich freue mich auf die Beratung im Ausschuss.